Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Grün. Ja, der letzte Part ist irgendwie in die Tonne gegangen. Da habe ich nämlich die restlichen Trainer auf der Route besiegt und noch offscreen ein bisschen trainiert. Jetzt habe ich mal einige stärkere Pokémon. Okay, das Schwächste ist jetzt wohl doch mein Relaxo. Level 34. Dann habe ich noch meinen Raichu auf Level 40 hochtrainiert. Und wie ihr gerade gesehen habt, habe ich auch mein Tauboga, das sich jetzt zu Taubos weiterentwickelt hat. Hier nochmal das Sprite, der mir viel besser gefällt als der in der roten und blauen Edition. Dann auch mein Level 41 Bisaflor, Pixelsalat und zu guter Letzt mein Level 39 Nidoking. Und ich werde jetzt mal schnell mir aus dem Automaten, denn ich bin gerade hier auf dem Dachterrasse des Einkaufszentrums von Prismania City, mir eine Tafelwasser holen oder sowas in Art, ich weiß es nicht. Tafelwasser, denke ich mal, ist das billigste hier. Und wir gehen runter. Denn wir wissen alle, wenn man nach Saffronia City gehen möchte, dann ist da so ein Wärter und der lässt uns nicht durch. Das liegt daran, dass er Durst hat. Und weil er Durst hat, lässt uns nicht durch. Das ist ein bisschen strange, aber naja. Wir haben jetzt Tafelwasser besorgt, aus dem folgenden Grund, dass wir ihnen etwas zu trinken geben müssen. Wir Kinder kommen für Wächter auf. So, jetzt labert er die ganze Zeit ziemlich scheiße, dass er das trinken möchte. Und dann rülpst er ein bisschen und lässt mich durch. Und schon sind wir in Saffronia City. Warum bin ich eigentlich hier? Ganz einfach, wir müssen mal in den Sylph Corporation Gebäude reingehen. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Teleport ich nochmal benutzen muss. Beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, welche Teleporter welchen Stockwerk sich befinden. Und ich muss noch herausfinden, wo sich hier die TM befindet, die Erdbeben beinhaltet. Denn ich brauche diese TM, um es Nidoking beizubringen, denn Erdbeben passt eigentlich ganz gut zu Nidoking. Braucht man nicht lange überlegen. Ich habe einen Pokewiki nachgeguckt, aber leider keine Lösung gefunden. Wie immer. Wir kämpfen gerade gegen Golbat. Und das hat uns gerade verwirrt und wir haben es besiegt. Am besten wir tauschen aus zu Raichu. Und machen mal ein bisschen Speed hier. Das könnte ein bisschen unanständig werden, wenn wir die ganze Zeit nur gegen Super Dratikai und so einen Scheiß antreten. Und währenddessen haben wir Level 41 erreicht. Und wir gehen einfach mal hier weiter. Am besten wir besiegen mal einige von den Trainern. Trainern. Ganoven sollen wir so mal. Sollen wir es mal so sagen. Ein Forscher. Mit einem Magnetilo. Zum Glück damals noch kein Stahltyp. Donnerschock. Unvergleichbar natürlich mit dem Sound. Da weiß man sofort, es ist eine Donnerschock-Attacke. Dann noch schnell ein Voltoball. Und das setzt Ultraschall ein. Das erkennt man jetzt, dass es nur 20 KP abzieht. Und das letzte Pokémon. Ein Magneton. Wieder Donnerschock. Ja, ich weiß, mein Relaxo braucht noch ein bisschen weiter Training, aber das können wir ja hier erledigen. Tut immer noch der Daumen weh durch den ganzen Scheiß, weil ich muss die ganze Zeit die Speed-Taste gedrückt halten. Ich hätte natürlich auch kontinuierlich den Emulator-Einstellungen einstellen können, dass ich einen höheren Speed bekomme, aber wir gehen einfach mal auf diesen Teleporter. Aber ich hatte keinen Bock. So. Das Wichtigste ist, auf irgendeiner Etage, ich weiß es nicht mehr ganz genau, befindet sich ein Schlüssel, den wir gebrauchen können, um eine dieser Türen zu öffnen. Die benötigen wir. Auf jeden Fall. Um hier überhaupt weiterzukommen. Und wir werden bald gegen unsere Rivalen, den ich jetzt einfach mal Gary nenne, auch hier kämpfen.
Malaxo schlägt sich eigentlich ganz gut. Falls es mal ganz niedrige KP bekommen sollte, ich glaube, es wird jetzt besiegt durch diese Finalattacke. Doch nicht. Alles gut. Jetzt muss ich aufpassen. Level 35, was erlernt ist das nochmal? Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich aufpassen. Nicht, dass mein Galaxy noch besiegt wird. Ich fordere den mal heraus und setze Erholung ein. Das ist einer der vier Team Rocket Brüder. Die haben irgendwie keinen Nutzen in dem Spiel. Das sind einfach nur solche Idioten, die halt ein bisschen stärker sind als normal. Ich hoffe, ich bin schneller und setze Erholung ein. Jawohl. Irgendwas hat Smogon eingesetzt, ich weiß es nicht. Das ist Schlammbad. Schade, dass es damals noch keine Wesen gab. Oder Fähigkeiten, besser gesagt. Aber normalerweise hat jedes Galaxy diese Fähigkeit, dass es nicht vergiften kann. Und nicht vergiftet wird. Dieses Mok-Mok hat schon eine Durchschlagskraft, sagen wir mal so. Und ich kann Wiederholung einsetzen, denn das Relax hat sich gerade vergiftet. Machen wir es mal einfach. Oh nein, Schgolbert. Ah, ein scheiße falsche Attacke. Und ich wusste, es macht Kung-Fu-Strahl. Es hat sich selbst verletzt. Dann auch der Gift obendrauf. Das Gift. Bis... Erholung. Ja. Noch ein bisschen weiter pennen, natürlich. Und wir können angreifen. Wir haben uns von der Verwirrung auch befreit, gerade eben. Die Verwirrung wird natürlich nicht geheilt durch Erholung. Weil es ja keine Statusveränderung in dem Sinne ist. Ich tausche mal aus zu Nidoking. Okay, Smogon, aber trotzdem. Diese Attacke ist immer noch Hornattacke, es erlernt ja gar nichts mehr. Also gar nichts mehr Gutes oder überhaupt nichts, ich weiß es nicht. Aber bald wird es Erdbeben erlernen, durch die TM, die sich irgendwo hier aufhält. Ich weiß es nicht, ich muss es wahrscheinlich auch offscreen suchen. Weil ich werde jetzt gar nicht ein ganzes Video dafür verbrauchen, eine TM zu suchen, wenn dann eher zu suchen, wo der Schalter ist. Ich weiß es wirklich nicht, wo genau, in welchem Stock sich diese Scheiße sich befindet. Aber wir suchen einfach mal weiter. Irgendwann finden wir das schon. So, wir sind gerade im Kreis gelaufen, merke ich gerade. Den Rocket Ripple lasse ich mal da stehen. Sackgasse mal wieder. Gehen einfach nochmal bei dem einen Teleporter durch und nehmen einfach mal den unteren, direkt der da ist. Ja, auch falsch. Naja, geil, wir müssen wahrscheinlich mal eine Etage nach oben gehen. Zwar müssen wir die Treppe nehmen. Oder den Aufzug, aber ich nehme jetzt einfach mal die Treppe nach oben. Wäre so vermeidlich gewesen. Besiegen wir ihn einfach mal. Ja, ist halt Team Rocket typisch, dass wir immer nur solche Pokémon dabei haben. Vatikal, Zubat, Smogon. Fratz und so weiter. Brauche ich gar nicht zu erklären. Man weiß es halt. Das ist jetzt nicht typisch. Das ist mal eine einzige Ausnahme, dass man Hypno auftaucht. Das ist auch gerade Hypnose einsetzt. Und dann noch Konfusion. Das finde ich jetzt ein bisschen scheiße. Sofort nachdem mein Relax aufgewacht ist, kommt es mit einer weiteren Hypnose an.
Oh Gott, ich bin gespannt, wie viel Kopf das abzieht, falls irgendwann Relaxo angreifen sollte. Naja. Hypno macht ja schon die ganze Zeit Kopfnuss. Meine Kopfnuss besiegt ist ja okay, Volltreffer. So. Das nächste, beziehungsweise letzte Pokémon ist ein Radikal mal wieder. Ich werde mal Erholung einsetzen. Radikal hat gerade, wenn ich mich nicht täusche, eine Energiefokus-Attacke eingesetzt. Und ich penne wieder natürlich. Noch eine Runde. Und jetzt kommt die weitere Kopfnuss-Attacke. Bam. So. Level 36. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und suchen nach dem vermadeleideten Schalter. Der ist auf jeden Fall nicht hier. Und wir gehen einfach mal hier auf diesen Teleporter drauf und gucken, wo wir landen. Nicht sehr weit. Witzig. Ja. Nehmen wir mal den hier. Und wir finden eine TM. TM09. Ich mach mal ganz kurz Pause und guck mal nach, was es ist. Falls PokeWiki mich nicht angelogen hat, sollte TM09 Bodycheck sein. Wäre ganz gut für mein Relaxo, falls ich diese Sache lernen kann. Ich muss mal gucken. So, jedes meiner Pokémon kann es erlernen. Wir verlernen mal die Attacke, die ganz unten ist. Ich glaube, die ist unwichtig. So. Und jetzt können wir gar nicht hier raus. Denn wir brauchen natürlich diesen Schlüssel. Und der ist nämlich hier in der Etage. Mann, ich müsste gerne jetzt... welche Etage das ist. Weil genau diese Etage war das. Ich kann mich ganz genau erinnern, da... diesen ganz schmalen Durchgang... war dieser Schlüssel, den benötigen wir. Mann. Ach komm, na egal. Singen wir einfach. Mal schauen, wie viel Bodycheck abzieht, falls es wirklich Bodycheck ist. Einmal Scholo. Gegen ein Relaxo. Jupp, das war Bodycheck. Ja, ohne Zweifel. Rückstoßschaden beweist es auch. Aber ich denke, dass seine Kopfnuss auch ausreichen könnte. Ah, okay. Dummerweise haben wir keine AP mehr für die Kopfnuss. Wir müssen halt weiter mit Bodycheck durchschauen. Irgendeine Attacke wurde bei mir blockiert, aber leider zum Leidwesen des Gegners nicht die Bodycheck-Attacke. Na egal. Wir tauschen mal aus, und zwar, ich möchte mein Relaxo diesmal nicht weiter durch Bodycheck weiter belasten, sozusagen. Ich tue mal Nidoking weiter trainieren und schauen mal weiter und machen unsere blinden Führung durch das Gebäude hier weiter. Wie kommt man auf die Idee und macht Teleporter in einem Gebäude? Ja, ich würde mal sagen, nach dem Kampf hier werden wir mal ein paar beenden. Schmeiß mal schnell! Online Speed! So. Also, ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Part. Und dann werden wir mal schauen, ob ich irgendwo den Teleporter finde. Beziehungsweise den Schlüssel finde. Um halt die Türen zu öffnen und dann werde ich wahrscheinlich keine großen Probleme haben, hier weiter zu mich durchzuforsten. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.